Er war Deutschlands bekanntester Sexualwissenschaftler, Professor Helmut Kentler. Jahrzehntelang propagierte er Pädophilie. Da wurde er mit den Worten zitiert, dass Pädophilie eine zärtlichere Variante der Sozialarbeit sei. Diese Thesen sind nicht akzeptabel, hätten damals auch nicht akzeptabel sein müssen. Dahinter steht kriminelles Verhalten. Ich finde, wenn ein solches staatliches Unrecht geschieht, dann muss der Staat auch dafür gerade stehen. Denn der Staat war beteiligt, als mithilfe Kentlers Pflegekinder bei Pädophilen untergebracht wurden. Sexuell und psychisch missbraucht, Tag ein, Tag aus, Tag ein, Tag aus. Und wir sind doch auf jede Art und Weise wirklich vergewaltigt worden. Bei mir vom 5. bis 14. und bei ihr vom 6. bis 17. Lebensjahr. Einmal die Woche. Helmut Kentler nannte es ein Experiment. Er sprach nicht von Missbrauch, sondern von Vorteilen für Kinder, sexuelle Kontakte zu Erwachsenen zu haben. Marco ist nicht sein richtiger Name. Er möchte anonym bleiben. Mit 5 Jahren wurde er vom Jugendamt einem Pflegevater übergeben, lebte in diesem Berliner Haus. Er ist einfach gekommen und hat angefangen zu machen. So, er hat ja nicht irgendein Schamgefühl gehabt, der war ja routiniert. Marcos ehemalige Wohnung. Hier wurde er hunderte Male missbraucht, vergewaltigt. Der ihm zugewiesene Pflegevater hatte bereits zuvor andere Pflegesöhne gehabt. Er war ein vorbestrafter Einbrecher. Auch wurde gegen ihn wegen sexuellen Missbrauchs ermittelt. Dennoch hielten ihn Helmut Kentler und das zuständige Jugendamt für geeignet, gleich mehrere kleine Jungen allein zu versorgen. Da hat sexueller Missbrauch stattgefunden. Die Kinder wurden vernachlässigt, sie wurden von der Außenwelt abgeschirmt. Sie konnten einfach überhaupt keine Kindheit verbringen. Die Politikwissenschaftlerin Theresa Nentwich hat untersucht, wie es dazu kommen konnte. Alles begann Ende der 1960er Jahre, als Helmut Kentler sich im Pädagogischen Zentrum Berlin um obdachlose Kinder und Jugendliche kümmerte. Er war einfach überzeugt, dass Kinder und Jugendliche aus vernachlässigten Familien bei pädophilen oder päderastischen Männern etwas Gutes bekommen, also dass ihnen das hilft. Theresa Nentwich stieß in Akten auf 3 Hausmeister, alle pädophil. Minderjährige Jungen aus dem Obdachlosen- und Strichermilieu wurden bei ihnen untergebracht. Der Berliner Senat zahlte Geld dafür. Die haben bei den Männern ein Bett bekommen, die haben denen die Wäsche gewaschen, die haben denen auch was zu essen gemacht und gleichzeitig haben dann aber da sexuelle Kontakte stattgefunden. Also es war irgendwie so eine Art Tauschgeschäft. Marcos Eltern waren mit der Erziehung überfordert. Mit 5 Jahren gab ihn das Jugendamt 1989 zu Fritz H., einem Pflegevater aus dem Kentlerprogramm. Bereits nach ein paar Monaten begann H. ihn zu missbrauchen, alles auch noch mit einer Kamera zu filmen. Wie wir in der Badewanne waren, so hat es angefangen, mit dem Penis auch, unter die Prämisse zu gucken, dass er ja wächst. Da wird er dann immer größer. Und dann beim Akt hat er die halt oben, weißt du, wo sein Monsterfernseher stand, da hat er die Kamera noch versteckt und uns dabei gefilmt. Immer wieder fuhr Marco mit seinem Peiniger zu Helmut Kentler nach Hannover. Auch der hatte Pflegesöhne. War sehr freundlich, pseudopädagogisch, aber mit der Kindlichkeit gepaart. Also der hatte eine andere Freundlichkeit, so gierig. Theresa Nentwich stößt immer wieder auf Kentler-Gutachten für den pädophilen Pflegevater. Herr H. verdient Vertrauen in seine Fähigkeiten. Ich schätze Herrn H. außerordentlich. Er ist ein pädagogisches Naturtalent. Die Schattenseiten, die spricht er gar nicht an. Also er verherrlicht das Ganze und verteidigt praktisch den Pflegevater und nimmt ihn in Schutz. An der Universität Hannover plädierte Helmut Kentler bis zu seinem Ruhestand 1996 für die Legalisierung von Pädosexualität. Widerspruch von Kollegen gab es nicht. Der Vorwurf ist natürlich, insbesondere der Fachwissenschaft zu machen, die hier ja ein Fachwissenschaftler angeblich hatte und diese Thesen nicht kritisch hinterfragt hat und das gebrandmarkt hat. Nun liegt ein umfangreiches Gutachten von Theresa Nentwich vor. Im Auftrag der Uni hat sie die akademische Karriere von Kentler und deren fatale Folgen aufgearbeitet. Mir ist unbegreiflich, dass die Berliner Senatsverwaltung sowas abgenickt hat, sowas umgesetzt hat und dass die Staatsanwaltschaft zugeschaut hat. Das ist natürlich auch eine Sache. Das sind Offizialdelikte, durch die Staatsanwaltschaft eingreifen müssen. Also es ist für mich unbegreiflich, dass das überhaupt stattgefunden hat. Marco ist auf dem Weg zu Sven, seinem Pflegebruder. Einsam und ohne Arbeit lebt der in einer kleinen Wohnung.
Er wurde als rumänisches Straßenkind aufgegriffen, kam ins Krankenhaus. Dort fiel er Fritz H. auf. Praktisch über Nacht. Wie gesagt, ich habe den Mann vielleicht 3-4 Mal in dem Krankenhaus gesehen. Vorher hatte ich keinen wirklichen Kontakt mit ihm. Es hat, lassen Sie mich lügen, ein paar Monate gedauert, dann war ich bei ihm in der Pflegestelle drin. Auch er musste nach ein paar Monaten zu Fritz H. ins Schlafzimmer. Der ist mittlerweile verstorben. Doch die beiden wollen nun wissen, wer in den Ämtern verantwortlich war. Der zuständige Mitarbeiter hat das in Gang gesetzt. Der Kentlerweite in einem Vortrag, dass er die zuständige Senatsbeamtin dafür gewinnen konnte. Wer war denn die Person gewesen? Niemand hat sich bisher entschuldigt. Nun haben die beiden Klage gegen den Berliner Senat eingereicht. Da müsste der Senat mehr unternehmen, um das zu ermitteln. Und ich finde auch in den bezirklichen Jugendämtern müsste ermittelt werden. Doch Senat und zuständiges Bezirksamt versuchen, einen Prozess zu torpedieren. Die Fälle seien verjährt. Ihr Vorgehen begründen sie auch mit haushalterischen Gründen. Roman Simon findet das verantwortungslos. Dass es bis zu 200 Betroffene geben könnte, das ist doch eine Zahl, an der man sich orientieren kann. Und das ist doch eine Zahl, anhand der man auch sehen kann, dass das Land Berlin hinterher nicht zahlungsunfähig ist, wenn es diese Opfer angemessen entschädigt. Theresa Nentwich arbeitete für den Senat an der Aufklärung. Doch dann fehlten die Mittel. Da ist einfach gar kein richtiger Sinn für die Aufarbeitung da. Also man denkt halt, man kann das so abhandeln. Aber ich kann nicht in der Hälfte der Zeit zu einem Drittel des Geldes seriöse Forschung machen. Marco geht mit uns auf den Friedhof. Das ist ihm wichtig. Hier liegt Marcel, sein dritter Pflegebruder. Also der Täter, Herr H., hat ihn im Krankenhaus begutachtet, besichtigt wie alle anderen Pflegekinder. Und er scheint ihm gefallen zu haben. Noch nicht einmal einen Grabstein ließ ihm Fritz H. setzen. Der schwerst mehrfach behinderte Junge starb völlig unterernährt mit 21. Auch für ihn, so Marco, kämpfe er weiter um Aufklärung des sogenannten Kentler-Experiments.